Guten Mittag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem weiteren Buchtest auf dem Kanal. Ihr merkt schon, ich muss grinsen. Trotz Krankheit und alles, wenn es um Bücher geht oder um Wissen, da kommt mir direkt ein Grinsen auf die Lippen. Vor allem, wenn wir uns anschauen, was wir heute testen. Es geht nämlich um ein Buch, was von außen gar gar nicht so herausragend wirkt, aber im Inneren es wirklich ist. Es geht nämlich um DK Kompaktatlas menschlicher Körper. Jetzt denkt ihr, okay, wow. Wow, dafür habe ich jetzt eingeschaltet. Aber Leute, passt auf. Natürlich an alle, die gar nicht an Medizin, gar nicht an medizinischem Studium, an irgendwas am Körper interessiert sind, was ich mir schlecht vorstellen kann, weil wir alle nun mal Menschen sind. Verstehe ich, okay, ne? Feiert ihr nicht. Aber an alle anderen, die Medizin studieren möchten, noch in der Schule sind, die im Studium selber noch sind. Okay, Ärzte werden es jetzt nicht mehr brauchen, aber ich sag mal so, Medizinstudenten und Leute, an alle Laien, die volles Interesse an Medizin haben, absolutes Must-Read. Der DK Kompaktatlas menschlicher Körper mit mehr als 300 3D-Abbildungen. Klingt so einfach, aktualisierte Neuausgabe. Wir sehen hier schon die Muskelfasern, das Skelett, dann die Blutgefäße, die Nervengefäße, hier schon ein bisschen die Lymphgefäße. Ja, so das Cover sagt eigentlich viel über das Buch schon aus. Mit mehr als 300 3D-Abbildungen. Jetzt denkt man, ja, okay, da schreibt er ein bisschen über den menschlichen Körper. Ja, tut er. Der gute Herr Wert ist verfasst. Steve Parker ist Zoologe, aber ich schreibe dann die ganzen Spezialinformationen noch dahin, weil jetzt will ich so authentisch ohne irgendwas mir anschauen. Auf jeden Fall, ja, in diesem Buch geht es um die verschiedenen Körpersysteme. Also, es geht erstmal um Skelett, um unser menschliches Skelett von hier oben bis zum kleinen Zeh runter oder zum großen Zeh. Dann geht es um das Körper als Ganzes, also wie der Körper einfach fein aufeinander abgestimmt ist. Es geht um die einzelnen Systeme, also Knochen, hier kann ich es eigentlich ganz gut erklären. Knochenbau, geht es viel um Skelett, also auf mehrere Seiten lang, um die verschiedensten wichtigsten Skelettsachen. Auch sehr fachlich bezogen, mit den Lateinbegriffen und so an alle Medizinstudenten da draußen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, wow, das ist so wie eine Art Kinderbuch. Nein, es ist wirklich für Erwachsene gemacht, fachlich bezogen, schön bildlich und schön dargestellt, also es ist jetzt nicht ne, so ein klassisches, richtiges Fachbuch, aber es ist schon so ein Fachbuch. Halt ein kompaktes Fachbuch, ein Kompaktatlas-Fachbuch. So. Dann über die Muskulatur auch, verschiedenste Muskelstränge im ganzen Körper werden durchgenommen. Die Nerven, auch sehr wichtig, vor allem wegen meiner Krankheit aktuell. Ich habe mir da so kleine Spickzettelchen gemacht, warte, ich komm, damit ihr mir jetzt auch nicht denkt, dass ich irgendwas laber. Über verschiedenste Nerven Stellen am Körper, im Gehirn, die irgendwie mit meiner Krankheit zu tun haben könnten. Einfach nur so als Gedankenspiel von meiner Symptomatik her. Also auch sehr interessant, was das angeht. Oh, jetzt gehen wir mal nochmal kurz Körper als Ganzes. Genau. Dann, also Nervensystem, großes Kapitel, wichtig zum Verstehen. Schwerstes Kapitel, mit meiner Meinung nach einfach dieses Verständnis von, wie die Nerven funktionieren. Also nicht schwer in dem Sinne, aber da ist so viel, was wir auch noch nicht wissen. Also wir wissen schon sehr, sehr viel, aber auch so viel noch nicht. Ich merke es ja selber in meiner Krankheit gerade. Dann das endokrine System, also alle möglichen hormonbezogenen Sachen. Also alle Drüsen, alles, was irgendwie unsere Hormone beeinflusst. Herz und Kreislauf. Logisch geht es um das wichtigste Organ mit dem Hirn, nämlich das Herz und wie es Blut durch unseren ganzen Körper pumpt. Auch sehr detailreich alles, super gemacht. Dann geht es um die Atmung, auch wichtiges Kapitel. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man auf YouTube hier diese Brüste zeigen darf und so. Auf jeden Fall geht es um die Atmung, auch sehr wichtiges Kapitel. Dann Haut, Haare und Nägel, ne, erklärt sich von selbst. Die Immunabwehr, wie es mit dem lymphatischen System funktioniert. Dann die Verdauung, auch wichtiges Kapitel. Der Urinaltrakt, auch wichtiges, oft unterschätztes Kapitel. Und die Fortpflanzung, sowohl bei Männern wie bei Frauen. Und deshalb alles im sehr, sehr großen Detail. Also es geht wirklich tief. Ich zeige mal jetzt nur zum Beispiel die Zelle als kleinste Einheit. Und das geht noch viel tiefer. Also das ist jetzt nur so grob dargestellt, dass ihr mal auch so ein, zwei Bilderchen sieht. Wir merken, es geht wirklich bis in die Zellen, bis in die Zellkerne, bis in die DNA. Die Gene werden auseinandergenommen. Es sind die verschiedenste Körperfunktionen. Deshalb, für mich ist das so ein Buch als Medizinstudent. Wäre ich jetzt Medizinstudent? Ich habe mir lange überlebt, aber ich wollte eine Zeit lang Anwalt werden. Dann wollte ich eine Zeit lang Arzt werden. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, ich mache jetzt einfach gar nichts in der Richtung. Ich mache mich halt selbstständig. Und weil ich das alles nicht halt packen würde. Also ich könnte, also bestimmt kommen dann Anwalt, Arzt und sonst was werden, aber ich will mich dann nie festlegen. Ich will nie sagen, okay, ich will jetzt die nächsten 50 Jahre als Arzt arbeiten. So, sondern
Ich will halt ja so meinen freien Beruf ausüben in dem Sinne. Aber ich bin halt sehr interessiert an den an Rechten, aber vor allem auch wegen meiner Krankheit aktuell halt an Medizin. Und deshalb ist das für mich ein Buch, was alle Medizinstudenten so eigentlich haben sollten, um immer mal nachzuschlagen. Angenommen, ihr, ne, über die Nieren wollt ihr noch kurz was wissen. Okay, dann geht ihr auf Bau der Niere und ihr habt den genauen Bau der Niere vom makroskopischen bis ins mikroskopische rein. Wie die Nieren funktionieren, wie wirklich bis ins Detail alles funktioniert, ohne zu sehr auszuufern. Ja klar, wenn ihr euch jetzt ein richtiges Buch über die Kardiologie holt, was alleine nur kardiologisch 600 Seiten zum Beispiel hat, geht es dann nochmal ganz, ganz tiefer. Wir haben hier zum Beispiel auch rund ungefähr 100 Krankheiten mehr angesprochen. Natürlich gibt es viel mehr Krankheiten. Aber deshalb, das ist für mich ein Basisbuch. Fürs Basismedizinstudium, wenn ihr da alles zu 100% versteht, seid ihr da easy durch. Also easy, easy durch. Ja, genau. Natürlich geht es in die einzelnen Fachbereiche nochmal viel tiefer. Aber es bildet eine super, super Basis für Medizinstudenten oder halt alle, die es werden wollen. Also Kompaktatlas menschlicher Körper von DK kann ich euch wirklich ans Herz legen. Wir schauen uns noch kurz die Rückseite an. Eine Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper. Die Anatomie des Menschen detailliert gezeigt und leicht verständlich erläutert. Visuelle Darstellung komplexer Vorgänge wie Atmung oder Verdauung mit prägnanten Texten auf dem neuesten Stand der Medizin. Kann ich vollkommen bestätigen. Besonders anschaulich durch mehr als 700 farbige Abbildungen. So Leute, die Aufnahme ist wieder abgebrochen. Wir machen direkt weiter. Mann, genau bei diesem Buch, bei so wichtigen Tests bricht die Aufnahme ab. Wisst ihr, auf jeden Fall mit über 700 farbigen Abbildungen. Und ja, wie ich auch schon jetzt im Video gesagt habe, also wirklich ein Must-Read für alle Leute, die sich so ein Basiswissen von Medizin ansammeln möchten, die alle Organe verstehen möchten, wie das Auge, die Niere, die Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, der Darm, also die verschiedenen Darmtrakte, die Fortpflanzung, Gene. Zellen funktionieren, habt ihr alle hier Basiswissen darüber. Klar geht es noch viel tiefer ins Detail bei allen Sachen, aber hier habt ihr wirklich ein gutes Basiswissen, was das angeht. Und ja, also für Medizinstudenten oder alle Leute, die sich tiefer in Medizin reinfuchsen wollen, jetzt nicht nur so Standard-Sachbücher, einfach wo ein bisschen über Gesundheit geschrieben wird, lesen möchten, absolute, absolute Empfehlung. Ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich habe auch länger gebraucht für das Buch, also. Ne, weil wenn ihr irgendwann dann eben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon im vorigen Teil des Tests erwähnt habe oder es noch nicht kam, wenn ihr euch dann zum Beispiel die einzelnen Gesichtsmuskeln dann nur anschaut, irgendwann denkt ihr euch, boah, interessiert mich das jetzt wirklich so? Aber ich sage ja, es ist doch schön, umso mehr man weiß, umso mehr einfach auch zu wissen. Einfach für den Fortschritt, für einen selber, für die Neugierde. Also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, klar wegen meiner Krankheit gerade ein bisschen eingeschränkt und muss mich halt so ein bisschen auf vor allem medizinische Sachen konzentrieren. Ich glaube, ohne meine Krankheit hätte ich das Buch jetzt auch noch gar nicht gelesen, aber ja, sehr interessant. Super Ding, kriegt von mir als Buchnote am Ende eine 1, eine wohlverdiente 1. Geiles, geiles Buch. Ja, was soll ich da noch sagen? Ich schreibe natürlich alle wichtigen Infos noch zwischendurch über das Buch und über den Autor kurz dann oben ins Video rein, wie bei sonst bei den anderen Büchern auch. Und schreibt gerne auch ihr in die Kommentare, wie ihr das Buch findet. Ja, ich finde es super, ein super Basiswissen. Und natürlich, wenn man dann in einzelne Fachbereiche geht und sowas. Vollkommen klar, ne? Dann braucht man da noch mehr Wissen auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt in die Kardiologie geht und da wirklich alles verstehen wollt, dann reicht euch nicht hier. Natürlich, es ist schon umfangreich, also keine Frage. Über die Venen, über die Arterien, über das Herzskelett wird alles beschrieben, auch super Ding. Aber ich habe zum Beispiel ein Kardiologiebuch, wo wirklich für Leute, die schon die Fachrichtung Kardiologie noch im Medizin, nach dem Medizinstudium eingehen, ein Buch und da habe ich auch kurz mal reingeschaut und ja, wenn ich das teste, ihr werdet merken, das ist ein ganz anderes Level. Aber hey, wie gesagt, als basisverständliches Basiswissen mit Grafiken und allem absolut geil. Für alle Grundmedizinstudenten super geil, für alle, die es werden wollen, super gut. Für mich als Interessent an allem sehr interessant. Manchmal etwas, ne, fade, es zieht sich, aber wenn ihr, also 90% wirklich des Buchs war ich so, wow, okay, interessant oder wow, okay, so genau wusste ich das auch noch nicht. Obwohl ich selber jetzt schon, ich habe schon ein paar Medizinbücher gelesen und sowas, ne? Also so ist nicht. Oder ich bin da jetzt auch nicht unneugierig in dem Thema, aber sehr viel gelernt in dem Buch. Und ja, deshalb Buchnote 1 gibt es von mir. Wir sehen uns heute Abend wieder beim nächsten Test. Ich teste auch schon das nächste Buch für euch. Und ja, wir sehen uns. Ich wünsche euch was, immer schön bleiben, immer schön gesund bleiben. Ich hoffe, die Videos brechen nicht mehr ab. Also, bis heute Abend, Leute. Ciao, ciao.